Nochmal TV ist hier am 1. März mit Erik und David auf dem Dach eines Hauses. Es ist so. Ich meine, guckt euch doch mal den Ausblick an. Und obwohl heute der 1. März ist, friert es immer noch wie Sau. Es ist arschkalt und ich erhole mir auch bestimmt noch eine Erkältung heute. Aber nichtsdestotrotz enthüllen wir heute den 4. Synchronsprecher für unser Synchronsprecher-Panel. Das findet nochmal wann statt? Das Synchronsprecher-Panel findet auf der Anime-Messe Berlin statt im Juni am 24. Das ist nämlich der Samstag dann, genau. Und in satten, vollen 2 Stunden diesmal für euch auf jeden Fall. Richtig. An der Stelle können wir kurz was zu dem Programm sagen, was wir uns so vorgestellt haben. Unser Plan ist, dass wir eine Stunde lang euch quasi befragen. Also wir fragen euch nach Fragen an die Synchronsprecher, weil jetzt eine logische Herangehensweise. Und wenn die Stunde um ist, haben wir uns überlegt, können die Synchronsprecher euch doch noch ein paar Autogramme geben. Also es lohnt sich in jedem Fall zu kommen. Vielleicht sind ja auch ein paar Fotos mit drin, man weiß ja nie, ob die gut drauf sind. Aber wir haben nur super Sprecher dabei, die sind alle super drauf. Ja, das denke ich auch. Und wir enthüllen jetzt die Nummer 4. Ja, und zwar haben wir für euch dabei... Da ist die Kamera. Rieke Werner. Echt? Die macht aber auch Anime-Regie. Und spricht natürlich auch in vielen Animes mit. Unter anderem in einem meiner Lieblingsanimes, das ist Nisekoi. Nisekoi, ja, habe ich auch gesehen. Da spricht sie die Kosaki Onodera. Und steht da noch was drauf? Natürlich haben wir noch mehr. Hier haben wir noch Tales of Symphonia als Colette. Mhm, okay. Das muss ich sagen, habe ich wieder nicht gesehen. Nee, aber weiß ich auch nicht. Aber gesehen habe ich zum Beispiel Girls im Panzer. Da kennt ihr sie als Katjuscha. Also man merkt, die hat doch einiges hinter sich. Und in diesem Sinne, freut euch auch auf Rieke Werner zu unserem Synchronsprecher-Panel. Wie heißt nochmal? Sie hat doch einen Künstlernamen, ne? Strawberry. Als Strawberry. Damit hat sie immer gerne so Cover gesungen. Da müssten jetzt auch alle wissen, um wen es geht. Genau. Also, falls die Leute ihren richtigen Namen nicht kennen. Also sie hat nicht nur ihren Synchronsprecher-Fandom, sondern auch noch ihren YouTube-Fan. Also ist für jeden was dabei, auf jeden Fall. Dann kommt auf jeden Fall am 24.06. zur Anime-Messe, zum Synchronsprecher-Panel ins Kosmos Berlin-Friedrichshain. Wir hören uns und sehen uns wieder am 1.4., dann mit der 5. Enthüllung. Und ich sag euch, es erwarten euch noch 2 Top-Männer, die ihr auch kennt. Genau. Definitiv sogar. Auch große Rollen wieder. Große Rollen, oh ja. Oh, ja. Und vielleicht auch für die Leute so wie mich, die eher so aus der aus der früheren Anime-Zeit kommen, mit Yu-Gi-Oh! Und Pokémon und Dragon Ball Conan und sowas. Also, weil ich muss zugeben, was da jetzt alles draufsteht, kannte ich jetzt bisher noch nicht so alles, habe ich auch noch nicht so alles gesehen. Aber es ist noch wer dabei, den ihr kennt von früher. Genau. Und darauf freue ich mich sehr. Seid gespannt auf jeden Fall. Gut, das war's. Bis später. Tschüss.